Jetzt haben wir Wirtschaft und Bürokratie und jetzt kommt noch Wissenschaft dazu. Lieber verehrter Herr Endres, verehrte Frau Endres, verehrte Frau Ministerin, liebe Frau Sitzmann, sehr geehrter Herr Burger, als neuer Präsident des WVIB, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Oberbürgermeister, das Motto passt hervorragend zu dem, was ich tun möchte. Sie sprechen heute überall von treibenden Kräften. Das ist ein dankbares Motto für eine Veranstaltung von Unternehmerinnen und Unternehmern, also mit Menschen, die sozusagen genetisch mitgegeben ist, dass sie neue Wege gehen wollen, dass sie andere davon überzeugen wollen, diese neuen Wege zu gehen. Es sind alles Persönlichkeiten, denen bewusst ist, dass jede Innovation Risiken birgt für die eigene wirtschaftliche Existenz, aber auch für die Gesellschaft, aber sie gehen natürlich nur kalkulierbare Risiken ein. Wenn Sie sich in diesem Bild wiedererkennen, dann sind Sie alle Treiber der Zukunft. Und damit meine ich eben diesen unbedingten Willen, sich auf dem Markt durchzusetzen, einen Bedarf zu befriedigen, gleichzeitig hervorragende Arbeitsbedingungen zu schaffen und gute Arbeitgeber zu sein. Das heißt, im besten Sinne, sorgen Sie für Fortschritt. Sorgen dafür, dass die Welt Stück für Stück ein bisschen besser wird. Und ich denke, es liegt auf der Hand, dass in diesem Wunsch, innovativ zu sein, Fortschritt zu erreichen, auch Risiken einzugehen und etwas für die Menschen zu tun, in diesem Wunsch treffen sich Wirtschaft und Wissenschaft. Und dass es die Sorge um die Gesellschaft und ihre Zukunft ist, das eint uns bei allen Unterschieden im Weg und in den Bedingungen, unter denen wir innovativ sind und risikofreudig. Aber unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Vorzeichen die Verbindung von Industrie und Wissenschaft zu betrachten ist, wenn wir uns als gleichberechtigte Partner im Dienst der Gesellschaft verstehen, das hat ein Kollege von mir gesagt, der, glaube ich, genau das personifiziert, die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, nämlich der Präsident der Fraunhofer Gesellschaft. Und ich darf zitieren, wenn es um die Verquickung der Wissenschaft mit der Wirtschaft geht, dann sagt er, Zitat, das ist keine Verquickung. Wenn wir gemeinsam als Land und in Europa Erfolg haben wollen, dann schaffen wir das nur, wenn wir die Erkenntnis der Grundlagenforschung weitergeben, damit aus den Grundlagen Originalität im Produkt entsteht und die Wirtschaft diese Produkte auch herstellen kann. Wir brauchen die freie Forschung, damit wir mitspielen können in der Champions League zum Wohle der Gesellschaft. Zitat Ende. Und ich danke dem WVIB, dem scheidenden Präsidenten, dem Hauptgeschäftsführer, dass Sie die Universität Freiburg in den letzten Jahren immer wieder eingeladen haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass es unter dem neuen Präsidenten so bleiben wird. Wir haben sogar ein eigenes, sehr erfolgreiches Format entwickelt, das diesem Willen immer wieder Ausdruck gibt. Den WVIB im Dialog, stets in der Aula der Universität, gerade erst wieder vor 14 Tagen. Und ich denke, wenn wir zusammenarbeiten, dann sind wir immer für Überraschungen gut. Und deshalb möchte ich jetzt dieses Thema Überraschung aufgreifen, in der Hoffnung, es ist noch eine, und mich ein wenig abwenden von dem etwas missführenden Thema Industrie und Wissenschaft hin zu einem Menschen, zu einer treibenden Kraft, die hier viele Jahre lang, 9, wie wir gehört haben, als Präsident an der Spitze des WVIB stand. Ein Unternehmer, der sich jahrzehntelang als Vorbild und Vorreiter für jene Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eingesetzt hat. Und der mit dieser konsequenten Haltung nicht nur das vom Vater übernommene Familienunternehmen, sondern auch die Universität Freiburg geprägt hat. Und ich wissen, was ich sage, ich spreche natürlich von Klaus Endres. Lieber Herr Endres, in der langen Zeit, in der Sie Endres und Hauser als CEO leiteten, von 1995 bis 2013, entwickelte sich das Unternehmen zu den wirklich bedeutenden Arbeitgebern in der Region, die auch Interesse an unseren Absolventinnen und Absolventen von der Technischen Fakultät hat. Und das freut uns natürlich sehr. Zu einem Zeitpunkt, als das
Verhältnis zwischen Universität und mittelständischen Unternehmen noch von großen Vorbehalten und Berührungsängsten geprägt war, setzten Sie und Ihre leitenden Mitarbeiter sich für eine Begegnung ohne Vorurteile und fertige Rollenbilder ein. Sie taten das auch in einer Familientradition sozusagen mit einer Haltung, für die bereits Ihr Vater bekannt war. Enders und Hauser gehörte in der ersten Hälfte der 90er Jahre zu den insgesamt 34 Unternehmen, Kammern und Verbänden dieser Region, denen wir, man kann es fast so sagen, die Gründung unserer technischen Fakultät verdanken. Es ist kein Geheimnis, dass es WVIB und IHK waren, welche die Kräfte damals bündelten und den Unternehmen eine Stimme gaben. Enders und Hauser gehörte in vorderster Reihe zu den treibenden Kräften, die sich gegenüber den politischen Entscheidungsträgern mit Nachdruck für eine ingenieurwissenschaftliche Ausbildung an der Universität Freiburg einsetzten und bereit waren, sich mit einem hohen Geldbetrag daran zu beteiligen. Die von der Landesregierung geforderte und tatsächlich von den regionalen Unternehmen aufgebrachte Finanzierung eines Stiftungslehrstuhls für Anwendungsentwicklung gilt sozusagen symbolisch als Durchbruch in den politischen Verhandlungen. Das klare Bekenntnis der südbadischen Wirtschaft zu ihrer Universität wurde zu einem Meilenstein in unserer universitären Geschichte und in unserer Zusammenarbeit und Zukunft. Und Sie, lieber Herr Endres, gehörten für diese Universität so wichtigen Jahren zum Corporate Management der Endres Hauser Gruppe und Sie haben seither erst recht als CEO alles dafür getan, dass Universität und Wirtschaft diesen gemeinsamen Weg fortsetzen konnten. Einige Jahre später, im Jahr 2000, wurde Endres und Hauser, vertreten durch den damaligen Geschäftsführer Schaudel, zum Gründungsmitglied des Forums Angewandte Mikrosystemtechnik, heute immer noch Angewandte Informatik und Mikrosystemtechnik, dem zentralen Förderverein an der Technischen Fakultät. Das FEM gilt heute noch als zentraler Player bei der Vernetzung der Technischen Fakultät mit der Industrie und der Weiterentwicklung von Forschung und Lehre im Dialog mit Arbeitsmarkt und Unternehmen. Das Angebot von Exkursionen in ihre Betriebe, auch natürlich zu Endres und Hauser, bildet Brücken, schlägt Brücken zwischen Studierenden, künftigen Mitarbeitern ihrer Unternehmen und unserer Universität. Beispielhaft möchte ich auch für die großzügige Forschungsförderung des Unternehmens erwähnen, dass wir nur dadurch diese Netzwerktreffen der Micro-Alliance zwischen dem IMTEC, der University of Wisconsin und der Kyoto University auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik realisieren konnten. Wie Herr Burger sagte, local and global. 2007 gehörte Endres und Hauser darüber hinaus zu den wichtigsten Sponsoren unseres Universitätsjubiläums. In jüngerer Zeit ist das Unternehmen Endres und Hauser als Industriepartner am Ausbau unseres Leistungszentrums mit der Fraunhofer Gesellschaft zur Nachhaltigkeit intensiv verbunden. Wir haben hier ein wunderbares Projekt Innocenz zur Gassensorik aufgelegt. Das will ich hier nicht weiter beschreiben. Das ist ein schwieriges Projekt, wenn man Gassensorik betreibt, weil das auch unangenehme Gerüche mit sich bringt. Und damit haben wir hier ein Projekt zur Sensorik für nachhaltige Lebensmittelproduktion. Darüber hinaus hat die Endres Stiftung eine Professur zur Verfügung gestellt für Smart Systems Integration an unserer Universität im IMTEC und sie hat dafür gesorgt und insofern freue ich mich, dass wir mit Klaus Endres heute einen Schweizer ehren dürfen, dass wir jetzt ein gemeinsames Projekt in unserem European Campus haben zur Quantum Technology und Quantenforschung, das genau darauf abzielt, Quantenengineers auszubilden, die dann wiederum die Brücke schlagen können zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Lieber Herr Endres, ist klar, Sie sind eine Ausnahmeerscheinung. Und in Ihrem unermüdlichen Wirken für eine stabile, reflektierte, aber auch wandelbare Allianz von Wissenschaft und Wirtschaft. Deswegen erlaube ich mir, Sie gewissermaßen beim Wort zu nehmen und Sie an Ihre große Liebe zu einer Metapher zu erinnern, die wohl jeder hier im Saal mit Ihnen verbindet, nämlich Ihre Liebe zu Bäumen. Und ich weiß auch, dass das, wie alles, was Sie tun im Leben, konsequent von Ihnen immer verfolgt worden ist. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass Sie einmal in die Wüste gefahren sind, mit aller Konsequenz, um einen Baum und ein Gewächs zu finden mit dem Namen Gaff, das sich durch 60 Meter lange Wurzeln auszeichnet.
Und ich denke, genau das haben sie auf den Weg gebracht. Ein Baum, der die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft symbolisiert, inzwischen nach einem zarten Pflänzchen, tief verwurzelt, mit vielen Früchten und vielleicht sogar irgendwann mit 60 Meter langen Wurzeln. Und erlauben Sie mir dafür, Ihnen den Dank der Universität auszusprechen und Ihnen die höchste Auszeichnung zu verleihen, welche die Universität zu vergeben hat, die Ehrensenatorenwürde. Ich darf Sie bitten, auf die Bühne zu kommen. Ich darf die Urkunde verlesen. Rektor und Senat der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ernennen gemäß Beschluss vom 27. September 2017 Herrn Klaus Endres, Präsident des Verwaltungsrats der Endres und Hauser AG Rheinach-Schweiz, langjähriger CEO der Firma Endres und Hauser und scheidender Präsident des WVIB zum Ehrensenator. Sie ehren damit seine herausragenden Verdienste um die Universität Freiburg und den grenzüberschreitenden Dialog von Wissenschaft und Wirtschaft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, lieber Herr Professor Schiewer, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen lobenden Worte. Das ist ja schon so viel, wie man es fast nicht mehr glauben kann. Aber das stimmt natürlich alles, ist klar. Ja, ja. Und ich werde ja nur jetzt ganz, ganz wenige Worte des Dankes sagen und auch, dass ich die Medaille natürlich sehr, sehr gerne habe. Die Auszeichnung ist eine riesige Anerkennung, das weiß ich natürlich. Ich nehme sie stellvertretend für viele, die an diesen Projekten mitgearbeitet haben, nehme ich sie selbstverständlich liebend gerne aus Ihren Händen an. Dankeschön. Applaus